Herzlich willkommen bei einem Gespräch mit Robert Franz über DMSO, worüber ein Artikel in Nexus einmal geschrieben hat, DMSO, ein verkanntes Wundermittel. Darüber wollen wir heute sprechen. Lieber Robert Franz, DMSO, ein verkanntes Wundermittel, so heißt ein Artikel, nicht von dir geschrieben, von Nina Havranke in Nexus 24, schon vor einigen Jahren. DMSO ist Dimethylsulfoxid und hat als organisches Lösungsmittel begonnen, ist inzwischen, sagt dieser Artikel, weitestgehend als vielseitiges Therapeutikum akzeptiert. Wir wollen verschiedene Aspekte besprechen. Ja. Wir sagen schon an dieser Stelle, nicht Robert Franz gibt Ihnen Heilversprechen, nicht Robert Franz behauptet, DMSO macht dies oder jenes, sondern wir besprechen, was andere Journalisten, Ärzte, Wissenschaftler über dieses DMSO herausgefunden haben. Damit wir da erstmal durchatmen können. Ja. Was hast du über DMSO erfahren aus den Artikeln, aus der Literatur? Ich habe mich auch früher angefangen mit vielen Schmerzmitteln, habe mich auseinandergesetzt, habe bemerkt, es sind viele Schmerzmittel von der Pharmaindustrie, die verursachen solche Nebenwirkungen. Es kommt bis zum Nierenversagen. Es sind viele Leute, die müssen eine künstliche Niere haben, weil die Schmerzmittel die Niere kristallisiert. Verschiedene Mittel, ich will auch nicht jetzt den Namen nennen, wie die heißen, die zerstören die Niere. Jährlich braucht man 17.000 Nieren. Es entsteht eine richtige Transplantationsindustrie. Das tun sie allerdings nur dann, wenn man die Schmerzmittel sehr extrem und lang extrem und hoch genau, dosiert. Es geht voll auf die Niere. Es geht voll auf die Niere, auf die Leber. Okay, die Leber ist widerstandsfähiger, aber meistens kämen die Nieren nach. Die sind ja kleine Filter, die werden von dem kristallisiert, das ganze Zeug. Da habe ich gesehen, was für natürliche Varianten gibt es. Okay, zu chronischen Schmerzen habe ich gefunden eine Alternative, des MSM. Der Schwefel, Methylsulfomethane, aber wie gesagt, das Kind, manche Leute haben richtig akute Schmerzen, der Schmerz muss sofort weg. Bei einem MSM passiert das nicht, das dauert 6 bis 7 Tage. Und MSM ist höchst umstritten inzwischen, wie wir wissen, einfach aus der Medizin wissen wir, dass häufig MSM heute umstritten ist. Ja, das MSM, ich habe auch Klage gehabt, wir haben gesagt, MSM hilft bei Schmerz, sowohl in Neuseeland, das schmerzlich ist mit MSM, nicht zu verwechseln mit MMS, weil die ganzen Leute verwechseln MMS hätte mit MSM. Hätte ich jetzt auch verwechselt? Ja, genau. Gut, MMS, dass du darauf hinweist, ich hätte es jetzt verwechselt. Eben, viele Leute, die rufen es ja an, Herr Franz, ja, Sie haben was gesagt mit MMS, Moment, das ist nicht MMS, Multimineral Supplement, das ist von Jim Humble, das Chlordioxid, wo eingesetzt wird bei Malaria. Danke, dass du diesen Unterschied machst, das war ein Irrtum von mir jetzt auch. Und das MSM ist ein Pulver, jeder Mensch hat 150 Gramm Schwefel im Körper. Durch den Wiederzunahme dieses Schwefels hat der Körper die normalen, ich weiß, Prozesse der Schmerzbekämpfung, dadurch wird der Schmerz gelindert und sowas. Aber für Leute, die akute Schmerzen haben, sind viele Leute, ich bin unterwegs, das sind Leute, die haben Krebs, die sind am Sterben. Die haben riesige Schmerzen, da nützen auch nicht die sozusagen Morphinpflaster oder Morphin. Da habe ich eine Frau gehabt, die hat angerufen, Herr Franz, wissen Sie, mein Mann hat ganz starke Schmerzen. Der Tumor wuchert aus dem Bauchraum heraus, Morphin nutzen wir, der wäre sowieso gestorben. Ich sage, ja, wissen Sie, nehmen Sie DMSO, das ist Dimethylsulfonoxid. Und dann habe ich Fläschchen geschickt und die Frau hat ihren Mann draufgeschüttet auf den Bauch, waren die Schmerzen weg. Er sagt, Herr Franz, mein Mann ist schmerzfrei. Auch wenn ich glaube, man darf auch schmerzfrei sterben und muss sich nicht da quälen, monatelang, bis der Körper irgendwann nachgibt. Und dann bin ich auf dem DMSO. Gibt es auch viele Bücher. DMSO, ein Stoff der Natur, von Hartmut Fischer, auch einer von Markt Heidenfeld, von 30 Kilometer von mir. Der hat ein ganzes Buch geschrieben, ein ganz tolles Buch. Und dann auch verschiedene Artikel. Eigentlich DMSO ist schon seit, glaube ich, 149 Jahre. Ich glaube, heuer feiert es 149 Jahre, seitdem es erfunden worden ist. Und dann, so wie ich sage, es sind viele Befürworter und viele haben gedacht, sie machen ein riesiges Geschäft damit. Funktioniert natürlich, weil DMSO ist ein Nebenprodukt der Holz- und Papierindustrie, ist eigentlich ein Lösungsmittel. Es ist tonnenweise in jeder Papierfabrik zu haben, wahrscheinlich nicht zu so einer Qualität, 99,99%, aber es gibt wieder einen Stoff da in dieser Welt und keiner will es dem Menschen zur Verfügung stellen. Warum? Weil er kein Geld damit verdienen kann. So ähnlich wie Natron in der Natron genau, zu Hause. Natron, wir haben da bei Welt im Wandel mal etliche Sendungen drüber gemacht oder so. Also es ist ja ganz interessant, es gibt manche Alltagsstoffe, die kommen nicht zum Einsatz.
Was sagt denn die Forschung? Du hast zum Beispiel vom Dr. Karl, Jörg Karl, hast du einen Bericht da? Wir haben hier einen Artikel. Wir wollen ein paar Aussagen da mal zitieren. Mhm. Warum zitieren wir die? Damit wir Ihnen zu Hause die Möglichkeit geben, dass Sie sich über Themen informieren, die Sie sonst nicht ohne weiteres kennen würden. Wie gesagt, ohne Heilversprechen, nicht als apodiktische Aussagen, sondern als eine Mitteilung, was es alles so gibt. Ja, der Artikel da, ich habe da Artikel Schmerztherapie, Professor Dr. Jörg Karls, der ist von Hannover, der wendet an DMS in der Handtherapie bei Arthrose, privat Dr. Medicus J. Karls, Medizinische Hochschule Hannover, kommt nicht von Robert Franz. Was sagt er? Da steht auch drin, das DMSO. Es gibt weltweit 11.000 wissenschaftliche Artikel über medizinische Anwendungen. 11.000 Artikel genau, über DMSO. Medizinische Anwendungen. Sprich, das ist nichts Esoterisches, Spirituelles oder weiß ich. Und Abseitiges. Mehr als 40.000 Artikel über die chemische Eigenschaft publiziert worden in 125 Ländern wie USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Japan werden durch Ärzte Indikationen für die Anwendung gegen Schmerzen, Entzündungen, Sklerodermie und weitere Erkrankungen beschrieben. Einfach beschrieben, aber das nicht verschrieben. Gut, und das heißt, nur beschrieben, das heißt, nicht verschrieben. DMSO ist laut diesen Aussagen von vielen Tausenden Ärzten in zigtausenden von Fällen als ein Schmerzmittel eingesetzt worden bisher. Nur in Deutschland ist halt nicht, ich habe es nirgends gesehen, in der Apotheke, wenn ich hinke, das erste Mal, wenn ich hinke, sagen sie, ich habe in Wien zum Beispiel, in Wien, nur so ein Fall, da war ein Freund von mir, der ist hingegangen und sagt, pass auf, Hans, nimm DMSO, das hilft dir bei Schmerzen. Hat es seine Frau in der Apotheke geschickt und da war die Frau Dr. Magister, hat gesagt, pass auf, das DMSO, oh, mordsgefährlich. Das ist schlimmer, man kann nur 2-3%, wenn überhaupt, gebrauchen. Du brauchst eine Schutzbrille. Da ist die Frau nach Hause gekommen von der Apotheke, beraten von der Frau Dr. Magister, mit dem DMSO. Und mit Schutzhandschuhe und einer Schutzbrille. Und hat gesagt, die Frau Dr. Magister hat gesagt, und der Hans, was hat er gemacht? Hat genommen ein Glas Wasser, hat dem so ein wenig reingeschüttet und hat es getrunken. Seine Frau ist die Kinnlade und hat gesagt, na, wer ist jetzt der Dr. Magister? Ich oder die Frau Magister? Und man kann DMSO innerlich nehmen, es steht in dem Buch von Hartmut Tisch, innerlich dosieren, bei sehr starken Schmerzen, Kieferschmerzen, alles. Man nimmt 300 Milliliter Wasser und einen Teelöffel DMSO. Man kann bis zu zweimal täglich und diese 300 Milliliter Wasser... Ist das eigentlich ein Pulver oder was? Nein, das DMSO ist eigentlich eine Flüssigkeit. Ist das einzige, Flüssigkeit. Das Einzige ist, wert, zum Beispiel, wenn es kalt ist, kristallisiert, man sieht auch da, ist so ein kleiner Eisbrocken drin. Ja. Wasser friert bei 0 Grad, DMSO bei 18 Grad. Wenn die Temperatur unter 18 Grad, wie Sie sehen, dann wird es fest. Da wird es fest und da kann es nicht mehr auftragen. Fest, ja. Nicht mehr, man kann sprühen, man kann es auftragen, aber das siehst du und er hat es getrunken und ist nichts passiert. Warum? Die 300 Milliliter Wasser schaffen das DMSO so zu verdünnen, dass sie den Körper gut schützen. Ich lese hier in diesem Artikel, dass zum Beispiel ein Dr. Stanley Jakob von der Oregon Health Sciences Universität festgestellt hat, dass DMSO auch für Konservierung für Organe, die zur Transplantation, eben. Dann steht es hier, die therapeutische Bandbreite ist groß. Es neutralisiert Hydroxylradikale, zellschädige freie Radikale und so weiter. Also wie gesagt, alles, was wir heute hier besprechen, kann man nachlesen. Wer das will, kann nachschauen. Das ist in Nexus 24 erschienen, nexus-magazin.de im August, September 2009. Das ist eine neuere Studie. Was ist aus diesen Studien und Berichten weiter zu entnehmen über die Eigenschaften von DMSO? Ja, so wie ich sage, DMSO ist für mich ein Mittel, was das Gewebe durchlässig macht. Steht auch drin, da wird benutzt, da kann ich mal schnell lesen. Späte pharmakologische Eigenschaften von DMSO durchdringen biologische Membranen. Wenn ich irgendwo eine Entzündung habe, das dicht. Durch DMSO, zum Beispiel Thema Schleimbeutel. Ja. Ein Schleimbeutel kapselt sich ab, da kommst du nicht rein und nicht raus. Und der Schmerz ist dazu. Durch DMSO mache ich diesen Schleimbeutel durchlässig. Dadurch kann der Schmerz raus, die Entzündung kann raus und der Körper kann die Entzündung abbauen. Steht auch deine Studie, 47 Schleimbeutelpatienten haben sie eingeschmiert mit DMSO und nach 45 Minuten haben sie sich wieder angezogen bei Bursitis Schleimbeutel. Sogar äußerlich eingeschmiert. Äußerlich eingeschmiert, man nicht. Und das heißt, das diffundiert hinein, das dringt irgendwie ein in die Zellen. In die Zellen, genau, schützt die Zellen, die sind, da steht drin,
durchdringen biologische Membranen, Transport anderer Moleküle in die biologische Membran. Ich kann verschiedene Stoffe. Darum ist auch die Schmerzsalben, eine Schmerzsalbe hat früher DMSO gehabt 70%. Heutzutage haben die Schmerzsalben vielleicht 10%, wenn überhaupt DMSO. Dadurch hat es keine Wirkung. Schmerzsalben sind ja häufig so auch so Wärmesalben, das ist aber nicht dasselbe. Nein, eine Schmerzsalben ist eigentlich das Gewebe zu durchdringen und die Entzündungsprozesse freizugeben. Wenn irgendwo ein Schmerz ist, eine Entzündung und der Körper reagiert mit Schmerz, diese Entzündung muss raus. Indem ich die Entzündung durchlässig mache, kann der Körper seine Aufgabe verrichten, die Entzündung abzubauen, dadurch bin ich entzündungsfrei. Aber nochmal zur Entzündung und zu Salben, also als ich kleiner Bub war und das war nach dem Krieg in den 50er Jahren, lange her, wenn wir Entzündung hatten, da wurde entweder Zinksalbe draufgetan oder es gab so eine Art Teersalbe, die was raus. Das nannten wir Ziehsalbe. Ja, Ziehsalbe, die, genau. Ja, also entweder Teer oder Zink. Ich meine, das wäre doch eigentlich auch was ganz Natürliches. Man begreift ja gar nicht, warum man heute teure Mittel in der Apotheke kaufen soll. Ich habe auch gesehen, du kannst da eintippen, im Internet gibt es eine Negativliste. Dann siehst du, was jährlich verboten wird, nicht von uns, von der Bevölkerung, sondern ein paar Ärzte, von wem auch immer, gespielt, gesponsert, streichen Mittel aus. Ich habe mal raus, es sind über 600, 700 Sachen, muss man reinkommen, Negativliste, Naturmittel, Negativliste. Seiten und Seiten und Seiten, ja, Natursalbe gestrichen, Natursalbe gestrichen. Leute, und das sagen uns, haben wir überhaupt zugestimmt, das waren ganze natürliche Mittel gestrichen. Und dadurch also dahinter stecken ja industrielle und kommerzielle... Die Hersteller verlieren den ganzen Mut und als ich habe jeden Verstand... Da sind ja kommerzielle Interessen genau, dahinter, hinter so einem Negativlist. Kein Millimeter nachgegeben, wäre auch nicht nachgegeben, aber auch bei uns Richtung Schweinfutter war eine Frau, die hat eine ganz tolle Salbe gemacht für die Haut und wurde von der Pharma so traktiert und so, habe ich angerufen, ja, ich will was von ihrer Salbe kaufen, lass sie mir Ruhe, ich will nichts mehr zu tun, aber Angst. Na, mit mir, ich habe keine Angst. Und darum will ich auch, wie du siehst, DMSO überall beschrieben, aber nirgends verschrieben. Warum? Beschrieben, nicht verschrieben. Ich will für das Verschreiben sorgen. Was sagt denn dieser Bericht von dem Arzt aus Hannover, wie da noch weiter Anwendungsdinge sind? Das ist, zum Beispiel, jetzt der Arzt aus Hannover, der sagt, es hilft bei Nervenblockade, wenn ich Nervenschmerz habe, Nervenblockade. Wachstumshemmung für Bakterien, entwässernde Wirkung, Verstärkung oder Abschwächung bestimmter Arzneien. Dann geht es weiter mit Blutgefäßerweiterung, Muskelentspannung, Hemmung der Verklumpung der Blutplättchen, N und N Sachen, Gewebeschutz bei Durchblutungsstörung, bei Frost zum Beispiel. Also gehabt. Eigentlich eine breite therapeutische Palette. Das, was hier vorher auch schon mal drin stand, die therapeutische Bandbreite von DMSO ist in der Tat groß. Also das wird durch diese neuere Studie offenbar bestätigt. Eben, und da steht auch, DMSO unterdrückt Entzündungen durch verschiedene Mechanismen und steht, nach Aspirin war DMSO das erste nichtsteroide Antiphlogistikum, das sogar intravenös verabreicht werden kann. Wenn er einen Schlaganfall hat und DMSO kriegt, bleibt er innerhalb von einer halben Stunde keine Nebenwirkung beim Schlaganfall. Es steht hier in diesem Artikel interessant in der Mitte groß drin, laut therapeutischem Index ist DMSO 7-mal sicherer als Aspirin. Genau, keine Magen-Darm-Blutungen und keine... Und es steht auch drauf, wichtig ist, dass das verwendete DMSO Pharma- bzw. Lebensmittelqualität besitzt, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten. Da steht drauf 99,99%. So wie ich sage, DMSO in Sachen Schmerzen ist für mich unschlagbar, in Sachen Entzündung sogar auf offene Wunden. Ich habe zum Beispiel, weil da steht, DMSO verhindert, wenn das Gewebe nekrotisiert. Ich war einmal 6 Stunden gestanden, richtig bei minus 13 Grad. Wir haben Tannenbaumaktion gehabt bei der Firma. Ich bin immer barfuß seit 10 Jahren. Ja. Da war ich 6 Stunden bei minus 13 Grad gestanden auf dem kalten Boden. Wie ich nach Hause gekommen bin, sind die Füße schwarz geworden. Habe sofort aber DMSO drauf und am nächsten Tag war nur ganz wenig schwarze Haut. DMSO hat die Verbindung vom Zehen hergestellt. Ich habe mein Zehen nicht verloren. Das hat so eine Wirkungsbreite. Und zu Thema Organe, du kannst dir vorstellen, wenn ich ein Organ nehme, ich weiß ein Auge, und tue es in eine Nährlösung rein. Die Nährlösung ist auch was Künstliches hergestelltes. Das Auge lebt einen Tag. Würde ich ein Auge in DMSO, lebt es 7 Tage. Warum? Kein Teil des Auges kann sich entzünden. Es bleibt eine Einheit. Von überall ist es auch durchsichtbar, es kann, das Gewebe wird enthalten. Das ist, was für Mittel, und da wird noch Angst gemacht, DMSO ist gefährlich. Ja, ist gefährlich, weil man kein Geld verdienen kann. Ist gefährlich für die Industrie da oben. Interessant, weil das, was du ja gerade sagst, bestätigt das, was hier in dem Bericht drin steht, dass es auch untersucht worden ist, dass man
Organe, die zur Transplantation vorgesehen sind, in einer DMSO-Lösung sozusagen aufbewahrt und eben lebensfähig. Ja, keine Zelle kann sie entzünden, ist alles offen. Erhält, das Organ hat eine gewisse Überlebenszeit in DMSO, kann nichts passieren. Wer stellt denn das DMSO jetzt hier her? Da steht zum Beispiel drauf, DMSO, organisches Lösungsmittel für viele Einsatzbereiche. Ansonsten steht nicht drauf, da ist kein Heilversprechen drauf. Wir sagen es noch einmal genau. Und es steht drauf, die Methylsulfoxid 99,99%. Wer stellt denn das so rein her? Gibt es Firmen in Deutschland oder in Österreich oder Schweiz? Gibt es Firmen in Deutschland, die Pharmaqualität herstellen. Genau, die Pharmaqualität herstellen. Und dadurch hast du ein Ding da, okay, so wie ich sage, ist wieder selber Verantwortung. Man kann die Studie lesen, selber lesen. Mache ich oder mache ich nicht. Aber wahrscheinlich wird die Leute, wenn sie sowas lesen, dass da, ich weiß, Nebenwirkungen vielleicht bei ganz, wenn ich oral ganz viel nimmt, das auf die Leber, macht auch jeder Stoff. Aber sonst... Ich habe gesehen, auch in Rumänien, in Russland, in Bulgarien. Darf ich da mal reinschauen? Du hast DMSO was in Russland und Bulgarien und Rumänien? Rumänien ist in jedem Medizinschrank so eine DMSO-Flasche. In jedem Medizinschrank ist so eine Flasche. Und dadurch, sogar bei Wunden, bei offenen Wunden, wenn was passiert, einfach draufgesprüht und die Wunde schließt sich. Warum? In dem Moment, wo eine Wunde offen ist, verkrustet der Rand, trocknet aus und die Heilung kann nicht vorne gehen. Die Hautzellen verhärten. Und durch DMSO halte ich den Wundenrand weich und dadurch schließt sich die Wunde. Ich habe selber bei mir gehabt, so eine Katze. Der hat so ein Loch im Fuß gehabt, richtig ein riesiges Loch. Ich habe schon Oberschenkelknochen, alles gesehen. Die haben gesagt, Robert, wenn die zusammennäht, kann sein, kommt der Fuß ab. Ich habe ihr täglich zweimal DMSO draufgespült. Innerhalb von 2 Wochen war die Wunde zu. Und das nächste Beispiel, auch bei meinen Tieren, aus Unvorsicht ist eine Taube rausgeflogen. Die ist rein zwischen einem Gitter und der Wand. Der hat dort 6 bis 8 Stunden hingeflattert. Ach Gott. Wie sie denkt, die war so wie ein Klumpen, wie ein Stück aus einem Hühnchen gefriert. Habe ich geholt. Hab DMSO drauf gespürt und innerhalb von 3-4 Tagen hat sie Wundwand zu und nach 2 Wochen sind die Federn und die fliegt wieder. So, das im Tierbereich wird es benutzt, bei uns auch, viele kennen vielleicht ihn, aber bei den Menschen, wo Menschen richtig leiden, wo offene Wunden sind, Narben, schwere Narben nach Jahren, viele Leute haben Operationen, die Narben, die sind vertrocknet und ziehen, verursachen Schmerzen. DMSO macht die Narbe durchlässig, dadurch flexibel. Genau. Und noch ein Fall, nur zu erzählen, war ich in Österreich, da war ein Mann, der zog die Finger waren so verkümmert, verhärtet. So verkrümmt. Verkrümmt, hat ihm alles so, hat er auch getrunken, so mit Wasser, die nicht können, die Finger. Also Moment mal, DMSO draufgesprüht, innerhalb von 5 Minuten hat er angefangen, die Finger zu bewegen. Sehr interessant. Genau. Und ich meine, dass das auch in Untersuchungen deutlich wird, hier gibt es einen Abschnitt, ich lese ihn nicht vor, DMSO-Effekte auf Kollagen und Narben, das ist genau das, was da beschrieben wird. Verhärtetes Gewebe. Kollagen ist Gewebe. Kontaktdermatitis, Sklerodermie und alles, überall, wo Narbengewebe wuchert, durch DMSO lässt es nicht wuchern. Das können nicht 2, 3 erzählen, sondern... Und es ist interessant, wenn man sich mit den Dingen beschäftigt. Wir müssen das leider etwas umständlich machen und immer hier mit belegen, damit man nicht irgendwelche merkwürdigen Abmahn-Dinge bekommt. DMSO und das vegetative Nervensystem. Hier steht sogar, nach Studien von Sams et al. Wurde die Erregungsschwelle des N-Vagus, also Parasympathikus, um 50% gesenkt, wenn dieser Nerv mit 6% der DMSO-Lösung behandelt wurde. Nur 6%. Das heißt doch, In-vitro-Experimente haben das auch nachgewiesen, das heißt, die Anwendungsbreite ist doch sehr groß. Ich glaube, nach 11.000 Studien und 40.000 Artikeln, glaube ich, muss da was dahinter sein. Nur, was mich ärgert, weil unsere Gesellschaft, das wird nirgends in der Apotheke, wenn man geht, die Apotheken sagen, es ist nicht lieferbar. In Deutschland nicht lieferbar, aber ja, in Österreich schon, Apotheken, oder nicht? Ja, Österreich schon, aber in Deutschland auch. Sie manche Apotheken sagen, tut mir leid, können wir nicht, weil sie wollen ja das Schmerzmittel da verkaufen. Ne? Ist halt so. Aber und das Wesentliche ist also doch, dass es als Schmerzmittel angewendet wird. Genau. Schmerzmittel für Narben, für verschiedene Anwendungen. Aber was ich erlebt habe, so wie gesagt, auch Frau, die hat eine Operation gehabt, die ganze Hand war drin in so einem Gummistrumpf. Die ist seit Juni, war sie in Behandlung, die ist operiert worden. Seitdem sind die Finger steif. Die geht jetzt mal, drücken die Finger, hat sie riesen Schmerzen, drückt sie viel bei der Ergotherapie, drücken sie drauf, sie ist auch zu mir gekommen, hat sie einen Handschuh ausgezogen, war voll mit Rillen und sowas, habe ich auch DMSO geholt, habe ich draufgegeben, sagt sie, schau, tut keinem mehr weh. Das war innerhalb von Sekunden, sodass DMSO macht die Hand durchlässig. Innerhalb von Sekunden kann jede Zelle normal funktionieren. Könntest du dir vorstellen, das frage ich privat,
weil eine Freundin von mir das betrifft. Das frage ich also ganz privat. Das ist kein Heilversprechen für irgendjemand. Schon gar nicht nach Hamburg und kein Heilversprechen an Hamburger Anwälte, damit sie das genau mitbekommen. Eine liebe Freundin von mir hat aufgrund von Lupus, rheumatischer Sache, ich sage jetzt mal eine verkrampfte Hand, beide. Könntest du dir vorstellen, dass man ihr empfehlen könnte, dass sie das damit mal einstreicht? Genau, einstreicht oder draufsprüht. Draufsprüht oder einstreicht, was bei DMSO nicht richtig ist, weil DMSO die Zellen durchlässig macht. In dem Moment, wo ich da rumreibe, zerstöre ich die Struktur der Zellen. Und dabei habe ich den Leuten, habe ich gesagt, bei jedem Seminar, wo ich halte, habe ich gesagt, DMSO bitte nicht reiben und nicht Kompressen machen. Ja. Aber sprühen geht ja gar nicht in dem Fall. Wenn man Sprüher drauf, kann man schon. Da muss man Sprüher drauf. Genau, wenn ich den warte und einfach Oder sonst einfach tropfen, jetzt rein theoretisch, ich mache das mal bei mir einfach mal drauf. So und einfach und mit dem Finger verteilen. Kannst du es verteilen? Ein bisschen verteilen schon. Kannst mit dem Finger verteilen schon, klar. Ah, Das heißt, sie muss halt saubere Hände haben in dem Moment, weil dem ist so ein Stoff ist, was Stoffe rein. Wenn man Dreck auf die Hände hat, wird es Dreck im Gewebe. Ich merke, es ist so ein bisschen ölig. Ja, und es wird warm, nach gewisser Zeit wird es warm. Und so, ich sage, aber. Das DMSO wäre für mich die Lösung für viele Probleme, wird nicht benutzt, warum auch immer. Deshalb sage ich, nehme ich immer wieder die Gelegenheit, ob es auch meine Sendung ist, in meinem jetzt neuen Kanal über die Glaubensgemeinschaft. Leute, setzt euch mit DMSO auseinander, ist ein ganz toller Stoff. Ich habe auch gehört Fälle, wo eine Frau gestottert hat durch DMSO, die hat es getrunken, hat sie flüssig geredet. Wahrscheinlich das ganze Ding durchlässig, war die Barriere nicht mehr da, die hat wieder flüssig geredet. Sodass wer mehr darüber erfahren will, über DMSO, wie gesagt, ich weise darauf hin, das wissen die meisten aber selber schon, geben Sie einfach mal die Buchstaben DMSO bei Google ein. Schauen Sie zu, viele Artikel sind auf Englisch, doch recht viele auch auf Deutsch. Ob die automatischen Übersetzungen der englischen Artikel in Deutschland immer so aufschlussreich sind, weiß ich nicht. Was? Du wolltest aber noch was dazu sagen. Was noch wichtig ist, so wie ich gesagt habe, wenn einer vielleicht, gibt da Leute, die haben eine Allergie auf DMSO. Ich meine, wenn das sich einschmiert, bemerkt nach ein, zwei Stunden, dass es noch immer rot ist, nehme ich Wasser wäscht es ab, dann weiß ich, kann ich DMSO nicht gebrauchen. Was die meisten Leute machen sollen, habe eine Frau gehabt, die hat auch nicht zugehört, die hört und steckt ihren Finger rein in DMSO und hält ihn 2 bis 3 Stunden, aus welchem Grund auch immer, weiß ich nicht. Und dann hat sie den Finger rausgenommen. Wie war der Finger? Hat den Mann angerufen, Herr Franz, meine Frau, ihr Finger sieht aus wie so eine vertrocknete Bratwurst. Ist der Finger ausgelaufen? Warum? DMSO macht das Gewebe durchlässig, der ist ausgelaufen. Was mache ich jetzt? Jetzt muss der Robert Franz die Antwort geben. So, wissen Sie, was Sie jetzt machen? Jetzt nehmen Sie ein Glas mit Wasser, geben Sie 2, 3 Tropfen DMSO rein und stecken den Finger rein. Und genau wie ein Löschpapier hat sich der Finger wieder vollgesogen und der Finger war wieder normal. Ich weiß, Nagel holt man mit Nagel raus und ist gleich die Antwort gekommen. So, ich sage nicht fahrlässig oder oberflächlich da einfach Finger reinstecken und kompressen, sondern einfach nur kurz drauftragen oder draufsprühen, was man noch warten muss, 15 Minuten. Wenn ich jetzt einschmier mit DMSO und ich tue die lilane Farbe drauf, ziehst die Farbe mit rein. So, ich sage, aber sonst, man kann auch lesen, anwenden, man kann ganz leicht anfangen. Ich habe, was mir am meisten gefallen ist, hat mich richtig begeistert. Habe ich Seminar gehabt, war so eine ältere Frau, die ist gekommen mit Krücken, 85 Jahre, beide Knie schmerzhaft seit 20 Jahren, hat nicht mehr gehen können, verkrampft. Er sagt, haben Sie Knieschmerzen? Ja, okay, nehmen Sie DMSO, schmieren Sie die Knie ein, da sind die Schmerzen weg. Der hat sie eingeschmiert, nach 3 Tagen kommt sie krückenfrei, die Gelenke wären nicht besser, aber die Entzündungen können abfließen, ist so wie ein freies Gewebe. Und dann die Frau hat das sich... Das ist ein konkretes Beispiel, was du erlebt hast, vor ein paar Jahren oder wann auch immer. Ja, genau. Und dann ist die Frau nach einer Woche wiedergekommen und sagt, Herr Franz, ich will jetzt wieder eine Flasche DMSO, ich will zu meinem Arzt gehen. Mein Arzt, ich war in der Praxis, da hat der Krankenschwester gesagt, ich habe so ganz starke Knieschmerzen und ich will meinem Arzt helfen. Und da denke ich, was, eine 85-jährige Frau, ich habe dazu gebracht in Deutschland mit meinem Wissen, was ich vermittle, dass 85-jährige Frauen ihre Ärzte therapieren. Jetzt sagt die Oma, du hast mich bis jetzt behandelt, 30 Jahre, jetzt helfe ich dir, Junge. Und die alte Oma ist zum Arzt und ich fand, das ist toll, wenn 85-jährige Menschen imstande sind, auch ohne Kokosöl, was wir die andere Sendung gehabt haben, mental so stark zu sein, zu wissen, alles, was ich mache, ist 100%. Wenn es richtig, wenn ein Fundament da ist, kann ich es bei mir anwenden, risikolos und dadurch schon imstande, schon an Ihren Arzt weiterzugeben. Wobei es dann schön wäre, wenn dieser Arzt sich dazu öffentlich auch bekennen würde. Ja, eben. Das wäre mal noch sehr schön. Manche wollen halt anonym lernen, manche begeben sie öffentlich. DMSO, ein verkanntes Wundermittel, Fragezeichen. So ist dieser Artikel überschrieben. Und das ist also etwas, was man
ruhig recherchieren kann. Ja, es ist ein Schmerzmittel, es hilft bei vielen anderen Dingen offenbar. Es gibt sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Ich finde sehr gut, dass du auch dieses Mal wieder, wie bei einer anderen Sendung über Heiltees, darauf hingewiesen hast, dass man erst auch einmal ausprobiert, tut es mir gut oder nicht, habe ich vielleicht eine allergische Reaktion oder nicht. Ich merke zum Beispiel dort, wo ich eine kleine Narbe habe, eine ganz kleine. Prickelt. Ganz genau, prickelt es leicht. Ja, aber natürlich, Es ist mir nicht unangenehm. Und ich war mir gar nicht klar, dass ich da eine kleine Narbe habe. Genau. Du hast gesagt, dass diese Sendung auch im Rahmen der Internationalen Glaubensgemeinschaft für natürliche Gesundheit stattfindet. Viele von Ihnen wissen ja schon, die die Sendung von Robert Franz sehen. Manche sind aber zum ersten Mal heute dabei. Deshalb ein paar Worte. Was ist das Anliegen dieser Glaubensgemeinschaft für natürliche Gesundheit? Glaubensgemeinschaft hat nichts mit Religion zu tun. Glaube bedeutet, ich bin überzeugt. Das ist für mich Glaube, Überzeugung. Nicht Glaube, religiös und allerlei für... Kein blinder Glaube, genau, kein Zwischenhändler, keine Vermittler, sondern meine eigene Überzeugung. Ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt, ich bin ein Kind der Natur, mein Körper besteht aus Natur. Ich bin überzeugt, dass Gift die letzte Möglichkeit ist, meinem Körper Hilfe zu stellen. Drittens, was ich in der Glaubensgemeinschaft noch gesagt habe, jeder Mensch hat Recht auf Aufklärung, egal wo wohnt, in welchem Dorf, wie alt er ist. Und so. Dazu dienen ja jetzt auch diese Sendungen zur Sendung Aufklärung, die über YouTube, genau, über deinen Kanal zu sehen sind. Genau. Es kostet nicht, sich die anzuschauen. Eben. Gut, das war der weitere Punkt. Jeder kann sich einloggen, kann sich sofort jederzeit ausloggen und löschen. Viele Leute haben gefragt, Herr Franz, das sind die eigenen Daten und Telefonnummer. Kann man meine Daten sehen? Sag ich, ja, wenn du anders deine Daten siehst, wirst du nur durch ein Schlüsselloch schauen oder bist du ein kleiner Spanner? Das ist gut. Nicht. Das eben. Heißt, du sagst, wer dort mitmacht, soll auch sich selber mal frei entscheiden. Ich trete auch öffentlich dafür ein, dass ich dafür bin, dass natürliche Gesundheit ein Menschenrecht ist. Eben. Und dafür stehe ich ein mit meinem Namen, mit meiner Adresse und so fort. Und Telefonnummer. Wir treten auch öffentlich auf. Ich bin auch nicht in Sendung mit einer Burka. Oder stehe ich in einer Wand und ziehe einen Schatten. Vielleicht ist dein Bart eine Burka, eine Bartburka. Genau. Ja, aber nur im Unterbereich. Verdeckt den Hals. Sieht man deinen kleinen Hals. Spaß muss sein, sonst kommt keiner zu Leicht. Aber wir treten auch öffentlich aus. Deshalb müssen wir uns gewöhnen, auch öffentlich aufzutreten und nicht da uns verstecken. Das hat niemals was gebracht, niemals was Gutes gebracht. Leute, die sich verstecken, die sagen, ich werde verfolgt. Wir sind auch viele Mediziner. Da heutzutage, die sagen, ich brauche 8 Bodyguards und werde verfolgt und weiß was von der Pharma. Ihr seht, ich habe den Kampf gegen die Pharma, gegen das kranke System auf. Ich habe keinen Bodyguard, ich bewege mich frei durch die Welt. Es kommt einer, knechtet mich, keiner schießt mich, keiner. Klar, die wollen mich materiell, finanziell kaputt machen, aber das ist für mich keine Hürde. Ja. Keine Hürde, ich werde niemals materiell, finanziell. Und der Einzige, der mich stoppen kann, sind die Menschen da draußen. Wenn die Menschen sagen, Robert, den Schmarrn, was du erzählst, wollen wir nicht mehr hören. Dann stoppe ich, aber es ist noch lange nicht so weit. Es sind Scharen von Menschen, die immer kommen. Manche kommen 4, 5 Mal zum selben Seminar, weil es immer wieder was Neues. Wahrscheinlich, wenn du langsam alles zuhörst, kommt immer wieder was Neues. Und viele Leute sagen, Herr Franz, ich bin so weit schon gekommen, dass 16-, 17-jährige Jugendliche anrufen, Herr Franz, gibt es den Beruf von Robert Franz? Ich will dasselbe machen im Leben, was Sie machen. Menschen aufklären. Also hier müsste ich so eine Ausbildung für Menschen aufklären, egal in welchem Bereich. Du hast ja mal mir gesagt im Gespräch, ich weiß nicht, ob vor oder hinter der Kamera, dass du dir überlegst, dass eventuell der nächste Bereich, auf dem du tätig sein könntest, die Landwirtschaft ist. Ja, da ist richtig. Willst du einen Gedanken noch dazu sagen? Ja klar, in Landwirtschaft passiert überall, von da kommt unsere Nahrung oder Nahrungswelle. Wir kriegen ja nicht die exotischen Dinge überall hergeliefert, sondern unsere eigenen Bauern, richtig in Deutschland, sind betroffen. Ich habe auch mit Bauern gesprochen, da oben in Hamburg. Und da hat mir einer nur ein Beispiel gegeben, sagt, Robert, schau uns an, ich bin Milchbauer. Ich mache 1500 Liter Milch täglich. Ich versorge 1500 Familien mit Milch und die 1500 Familien sind nicht imstande, mich zu ernähren. Was läuft denn in unserer Gesellschaft? Was kann so verrückter sein, als Mensch bedient 1500 Familien und die 1500 Familien können ihm nicht zurückgeben, die paar Cent. Da siehst du, wie weit wir sind und was Politik und was so einseitiges Wissen, wo die Leute nicht bezogen werden, wo ein paar Politiker allerlei für Entscheidungen treffen, die nicht human sind, nicht gerecht und so. Und darum ist das, ich wäre bereit, ich bin auch bereit für jede, wenn ich überzeugt bin, für jeden Bauer, für jeden Sparte, der unterdrückt, mich einzusetzen. So ein kleiner Robin Hood oder so ein kleiner... Ich weiß, Revolution zu sein. Ich habe einen gehabt, der hat 4 Harvard, Studien gehabt und habe mich mit ihm zu begegnet, hatte mein Buch gesehen und sagte, Herr Franz, was Sie da machen, ist Revolution. Sie wollen ja komplett. Und meine Anwälte haben auch gesagt, jetzt zu diesem Thema Anwälte, die haben auch gesagt, Herr Franz,
Ja, wissen Sie, Sie werden angeklagt, ich werde verklagt von Schulenberg und Schenk von Hamburg, ja. Ich werde verklagt von Firma Bioprobil von Nistersat. Herr Franz, wir können ein paar Verhandlungen auslassen, da können Sie sparen. Er sagt, hey Jungs, mir geht es nicht um Sparen, ich will das System verändern. Mir geht's, auch wenn ich hingehe zum Richter und tausendmal und sage ihm, das ist meine Meinung und der Richter entscheidet was anderes, irgendwann kommt die Zeit. Ja. Wo es begreifst. So, ich sage, ich will nicht ändern und will nicht sparen, sondern ich will Menschenleben retten. Ich will, dass ab morgen keiner mehr stirbt und ich will kein Geld sparen und will auch nicht rumspielen. Ja. Das ist für mich kein Spiel. Das du wirst lediglich möglicherweise eine ganz große, bedeutende internationale Anwaltskanzlei bald aufbieten und dann wird in Hamburg möglicherweise das große Muffensausen beginnen. Aber zurück zum Thema. Es geht um natürliche Gesundheit, vielleicht demnächst auch darum, wie man Landwirtschaft anders betreibt. Sie merken, jedes Gespräch mit Robert Franz ist faszinierend, ist spannend, ist interessant. Es gibt eine Fülle von Informationen und ich freue mich, wenn Sie für sich entscheiden, dass Sie Ihr Leben selbst in die Hand nehmen, dass Sie selbstbewusster werden, dass Sie sich für ein natürliches, erfülltes Leben entscheiden. Bis zum nächsten Mal beim Gespräch mit Robert Franz. Danke sehr.